Hallo, heute gibt es ein Unboxing-Video und zwar habe ich mir von Myenzo Lebensmittel schicken lassen. Das ist heute angekommen in zwei Kartons. Hier ist ein größerer und hier auf dem Tisch habe ich noch einen kleineren stehen und die werde ich jetzt mit euch zusammen auspacken. Über Myenzo habe ich euch ja schon mal berichtet, diesen neuen Online-Supermarkt. Auf den bin ich aufmerksam geworden durch eine Welcome-Box. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Dies ist jetzt schon meine zweite Bestellung. Ich finde das ganz praktisch, sich die Lebensmittel nach Hause liefern zu lassen, besonders wenn man jetzt eher wenig Zeit zum Einkaufen hat oder so wie ich zum Beispiel kein Auto. Dann ist das schon praktisch, sich schwerere Sachen liefern zu lassen. Ich habe das jetzt vor Myenzo eigentlich noch nicht gemacht, außer natürlich meine Abo-Boxen, die ihr vielleicht auch aus meinen Videos kennt. Aber ansonsten habe ich mir jetzt bisher noch keine Lebensmittel liefern lassen. Aber ich finde das so eine ganz praktische Lösung. Über die Welcome-Box habe ich euch ja schon mal berichtet und wie auch ihr so eine Welcome-Box bekommen könnt. Ich habe die jetzt inzwischen auch schon an Bekannte weiterempfohlen. Es sind immer andere Artikel in dieser Welcome-Box drin, die man gratis bekommt. Also die Überraschung ist da immer groß. Und was in meiner Box war, könnt ihr in meinem Video sehen. Und jetzt packe ich mal aus und zeige euch, was ich alles gekauft habe. Rechnung ist auch dabei. Bevor jetzt ein falscher Eindruck entstehen sollte, informiere ich euch gleich, dass dies jetzt einfach ein Einkauf sein soll, der meine Vorräte aufstocken soll. Also der Einkauf besteht jetzt aus vielen Konserven. Natürlich ernähre ich mich jetzt nicht ausschließlich Konserven, auch wenn das jetzt sehr viele sind, sondern es sind einfach jetzt nur Vorräte, die ich gelegentlich dann benutzen werde. Derzeit liefert Myenzo noch keine frischen Lebensmittel. Das soll aber noch kommen. Das finde ich auch besonders interessant, weil auch frische Lebensmittel habe ich bisher jetzt noch nie bestellt. Und da wäre ich wirklich sehr gespannt, wie die Qualität dann ist. Und sobald das Myenzo anbietet, probiere ich das auf jeden Fall mal aus. Also wie angekündigt, hier einige Konserven. Hier habe ich mir Pizzatomaten bestellt. Dann Lachsbrechbohnen, da ist leider die Dose etwas kaputt, aber das ist wahrscheinlich nicht schlimm. Werde ich bald benutzen und dann ist das kein Problem. Dann kommt hier eine riesengroße Dose Grünkohl. Dann von Hofgut Kartoffelpüree. Und rote Beete. Spargelstangen. Und nochmal Bohnen, diesmal in grün. Und geschälte Tomaten. Der erste Karton ist jetzt leer und jetzt werde ich den zweiten auf den Tisch stellen. Ich hoffe, mein Tisch kracht nicht, denn dieser Karton ist wirklich sehr schwer, der jetzt kommt. Da ist einiges mehr drin. So, also ich muss jetzt den Karton doch auf einen Stuhl stellen, da ist doch recht schwer. Und dann habe ich ja auch mehr Platz auf dem Tisch, um die Sachen alle drauf zu stellen. So, ich habe jetzt leider einen kleinen Transportschaden entdeckt. Gleich obendrauf auf dem Karton, da liegt ein Eimerchen mit Senf, das ist leider aufgeplatzt. Und da ist schon einiges ausgelaufen, das habe ich jetzt sauber gemacht. Das ist dieser Senf und der ist in einem Plastikeimer verpackt und ist leider hier kaputt gegangen. So, dann habe ich mir hier passierte Tomaten bestellt. Die brauche ich auch sehr oft zum Pizza machen. Dann ein heller Speisesirup.
ein Päckchen Reis. Nochmal Kartoffelpüree von Fanny. Ein Päckchen Haferflocken. Ein Tafel Meerrettich. Dann zwei Päckchen Soße. Nochmal geschälte Tomaten. Dann eine Himbeerkonfitüre. Und Pflaume Fruchtaufstrich. Noch einmal passierte Tomaten. Und nochmal Pizzatomaten in Stücke. Tomatenketchup. Und vom Kuchenmeister zwei verschiedene Kuchen. So, die Vorratskammer ist jetzt erstmal wieder gut gefüllt, wie ihr seht. Ich bin mit dem Einkauf sehr zufrieden. Die Produkte sind in Ordnung. Schade nur, dass der Senf ausgelaufen ist, aber ansonsten ist wirklich alles top geliefert worden. Und von den Preisen bin ich auch sehr zufrieden. Das ist von den Preisen her genauso wie in anderen Supermärkten auch. Und die Lieferung ist auch schon ab 10 Euro Bestellwert versandkostenfrei. Ich bestelle hier sicher mal wieder, vor allem jetzt auch, wenn es dann mal soweit ist und es frische Lebensmittel gibt. Das probiere ich mit Sicherheit aus. Das möchte ich dann auch wissen, wie das ist, ob das wirklich frisch dann ankommt und wie die Qualität ist. Wenn ihr jetzt diesen Online-Supermarkt auch mal kennenlernen möchtet, dann kann ich euch die Welcome-Box ans Herz legen. Die bekommt ihr gratis zugeschickt und darin sind dann ein paar Artikel vom Supermarkt enthalten, die ihr dann gratis bekommt und so den Supermarkt etwas kennenlernen könnt. Wie ihr so eine Box bekommt, das ist auch ganz einfach. Da habe ich euch einen Link unter die Videobeschreibung gesetzt. Wenn ihr darauf klickt und euch anmeldet, bekommt ihr die Welcome Box automatisch zugeschickt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das macht und mir dann vielleicht auch in die Kommentare schreibt, wie ihr die Welcome Box findet und was so alles bei euch drin war. Jetzt bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch oder schreibt mir was in die Kommentare. Wenn es ganz, ganz schrecklich war, dann gebt mir auch einen Daumen runter. Und schaut auch gerne mal in meinen Kanal. Ich mache ja viele verschiedene Videos. Ich mache auch Videos zum Thema Putzen, Organizing, Cocktailvideos. Also ich bin da ganz vielfältig. Und wenn da was für euch dabei ist, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und bis bald.